Wir haben in Nordrhein-Westfalen einige stark wachsende Städte, Boomregionen, da wo viele Menschen hinziehen, insbesondere junge Familien, auch sich niederlassen. Hier brauchen wir dringend bezahlbaren, preisgebundenen Wohnraum. Und unsere Sorge ist, dass die neue Landesregierung stark auf Eigenheimförderung, auf Eigentumsförderung, insbesondere im ländlichen Raum setzt, wo jetzt neue Flächen ausgewiesen werden sollen, wo Fördergelder gezahlt werden sollen. Das geht am Bedarf vorbei. Und mit unserem Antrag wollen wir darauf hinweisen, welche zentralen Punkte in den nächsten Jahren umzusetzen sind, nämlich Förderung von preisgebundenem, bezahlbarem Wohnraum für dieses Land. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte in den letzten 3 Jahren im Bereich der Wohnraumförderung mit einem 3-Jahres-Plan vieles auf den Weg gebracht. Ende 2017 laufen diese Mittel aus. Die Frage ist an die neue Landesregierung, wird dieses Programm verstetigt? Legt die Landesregierung ein neues Programm zur Wohnraumförderung auf? Und die Frage, die wichtig ist, ist, gibt es nach 2019 weiterhin Bundesmittel für die Wohnraumförderung? Laut Entflechtungsgesetz laufen sie aus. Die neue Bundesregierung, die sich gerade bildet, ist dringend gefragt, die Bundesmittel auch weiterhin für den Bereich der Wohnraumförderung, für die Schaffung bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier soll die nordrhein-westfälische Landesregierung Druck in Berlin machen und wir Grüne fordern sie mit unserem Antrag dazu auf.